Okidoki, jetzt sind wir in der Aufzeichnung. So, wie cool ist das? Wie viele sind wir denn jetzt live? 20. Angemeldet, weiß nicht, was wir gehabt haben, 30. Also von der Quote her ist cool. Wie viele online sind für die Anmeldungen? Weil alle sind ja nie online. Okay. Alles, was ihr so wertvoll, vital und real macht, was Entitäten sind, was Entitäten nicht sind, wer euch aufhalten kann, wer euch behindern kann, wenn ihr alles wegschicken müsst, um ja nicht von ihnen tangiert zu werden, damit sie euch ja nicht berühren und euer Leben positiv beeinflussen, möchtet ihr mal das alles zerstören und umkehren. Ja. Danke, gut, bei Weitwang, Bockbord, Ollen, ein Schatz, und alle Vorstellungen, Projekte und Erwartungen über mich, über diesen Zoom, über euch, über das, was ihr schon wisst, über das, was ihr nichts wisst, möchtet es alles zurückschicken an alle Wahnsinnigen, die glauben, alles zu wissen und die nicht wissen, dass sie glauben, was, wer sie wirklich in Wahrheit sind. Alles, was das behindern würde, aufzulassen, zu schauen und umkehren. Ja. Gut, Bad Waldwung, Bockbord, Online, Schwarz, Boys sind wir uns. Und alle Wächterentitäten, die so im Umlauf sind, mit manchen, mit denen ich ja in den letzten Tagen auch telefoniert habe und die immer wieder das gleiche Programm hochfahren, mögt ihr bitte alle Algorithmen zu den Programmen, zu den Entitäten, Wächtern, Dämonen und Höllenmenschen und Nichtmenschen zerstören und umkrieren? Ja. Danke, gut, Bad Waldwung, Bockbord, Online, Schwarz, Boys sind wir uns. Und alles, was jetzt behindern würde, dass ihr alles, was ihr von Film, Fernsehen, Kinder, Geschichten, Disney-Videos, Eltern, Nachbarn oder sonst irgendwem abgekauft habt, was Kinderentitäten, was nicht Kinderentitäten, was überhaupt Entitäten sind, zerstören und umkehren. Okay, gut, Bad Waldwang, Bockbord, Ollenheim, Schwarz, Feuer sind wir uns. Und überall dort, wo ihr euch lasst, beängstigen und verängstigen, alles, was das behindern würde, aufzulösen, zu schauen und umkehren. Ja. Okay, gut, Bad Waldwang, Bockbord, Ollenheim, Schwarz, Boys und Beyonds. Und alles, was euch hindern würde, mit den Entitäten zu kommunizieren, sie zu klären und vor allem von ihnen zu empfangen. Merkt alles das zu schauen und umkehren. Okay, gut, Bad Waldwang, Bockbord, Ollenheim, Schwarz, Boys und Beyonds. Wichtig ist, die sind nicht besser wie wir, die sind nicht gescheiter wie wir, die sind genauso wie wir Menschen, die sind dumm, gescheit, langsam, schnell, wollen uns kontrollieren, wenn wir es zulassen und allen Blödsinn, den wir auch schon gemacht haben, machen die auch. Die sind schnell, langsam und alles Mögliche. Also nichts, was es in unserer Menschen-Entitätenwelt nicht gibt, gibt es dort. Genau das Gleiche. Und immer wenn eine Entität mit euch kommunizieren will, was natürlich die größte Herausforderung ist, die Kommunikation, möchtest du mal zerstören und umkreieren, dass das wirklich schwierig ist. Danke, gut, Bad Waldwang, Bockbord, Ollenheim, Schwarz, Boys and Beyonds. Und wie viele Wächterentitäten sind da gerade irgendwo überall unterwegs, vor allem auch in der Access neuen Webseite, die behindern wollen, dass ganz viel und ganz oder dass ganz viel behindert wird, damit wir miteinander kommunizieren können auf den Ebenen, so wie wir das jetzt gerade machen, um auch die Algorithmen der Computer, der Handys und von allem Möglichen zu benutzen, was es uns möglich macht, so weit auseinander zu sein und doch so nah. Alle Algorithmen, die wir dazu benutzen dürfen, sie aufrechtzuerhalten, aber nicht zu sein, also auch die Entitäten der Computer und der Handys zu benutzen, zu unserem Vorteil, möchte alles, was das binnen würde, zerstören und umkehren. Ja. Danke, gut, bei Waldwang, Bockbord, Ollenheim, Schwarz, Boys and Beyonds. Und alles, wo die Shannon ja nach Wien kommt, was da schon im Umlauf ist in ganz Europa, weil da wird sie noch ganz viel tun bis zum Juli. Also schreckt euch einfach nicht. Manches ist einfach schräg. Und alles, was behindern wird, dass ihr schräg zu eurem Vorteil nutzt und Wissen hinzufügt, anstatt verängstigt, beängstigt oder was auch immer zu sein, man soll es das zu stellen und umkriegen. Ja. Bad Waldwang, Bockbord, Ollenheim, Schwarz, Boys und Beyonds. Und wie viel sind wir in Europa cool, dass Shannons Stieftochter nach Wien kommt? Shannon sucht sich ganz sicher keinen Ort aus,
wo sie nicht wirklich einen Beitrag findet und einer sein kann. Und Shannon ist ihr größter, ich sage jetzt einmal, ihre größte Kraft, Macht und Potenz in ihrem Leben. Shannon hatte, sie war drogenabhängig und alles Mögliche hat sie gemacht. Und die sagt immer, wenn ich zum Multimillionär werden konnte, dann kann das jeder. Ich bin drogenabhängig, sagt sie, ich kann nicht recht schreiben, aber ich bin Multimillionär, ganz easy. Und ich spreche mit Geistern. Also alles, was dienen würde, dass ihr, auch wenn ihr nie drogenabhängig wart und nie komplett schräg für viele andere wart, oder nur wenig, sagen wir so, nie, sicher nicht, alles, was das behindern wird, aufzulösen, dass ihr auch mit dem so normal, wie ihr seid für euch und so verrückt, wie ihr sein dürft, mit und von Entitäten zu empfangen, mit ihnen zu kommunizieren und sie zu klären, die Nicht-Beitragenden, die dürfen jetzt übrigens auch alle gehen, alles, was das behindern wird, zu stellen und umkriegen. Bei Good, Bad, White, Wrong, Bock, Bot, All, Nine, Shots, Boys and Beyonds. Und überall, wo ihr nicht der größte Dämon in eurem Leben sein mögt, alles das, was es finden wird, zerstören und umkrieren. Okay, gut. Mhm. Bockpot, All, Nine, Shots, Boys and Beyonds. Was ich damit meine, ist, dass der größte Dämon in deinem, meinem oder unserem Leben zu sein, bedeutet nichts Schlechtes. Das ist einfach nur deine größte Kraft, Macht und Potenz zu sein und dich von niemandem aufhalten zu lassen, egal was ist. Und manchmal auch ein bisschen durch eine Scheiße durchgehen. Margarete, du hast das bei dem Kurs so schön erwähnt, was Dämon eigentlich heißt. Ja. Also ein Dämon ist überhaupt nichts Schlechtes. Ein Dämon ist nur was man größer macht als sich selber. Und das ist auch so eine Bezeichnung, die in Wahrheit wirklich nur Kraft, Macht und Potenz ist. Und dann stellt man sowas über sich, weil das Wort Dämon einfach in unserer Kultur oder überhaupt nicht so besonders gut besetzt ist. Und ja, ich habe übrigens da meine Freundin wieder da sitzen, manche, die beim Ablenkungsimplant, bei den 10 Commandments dabei waren, kennen sie ja schon, und sie zeigt sich nur recht selten. Und sie souffliert ein bisschen. Zeig dich, zeig dich, zeig dich, ich will dich sehen. Hallo, grüß euch. Die Souffleuse sitzt dort unten am Sessel. Ja. Und glaubt immer, sie kann viel weniger wie ich. Ich bin spät gekommen. Da bist du nicht. Also nochmal zur Erklärung, ich habe es gerade gegoogelt bei Wikipedia. Dämon kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich Geist. Und erst durch die Christianisierung wurde diese Bezeichnung genutzt und zum bösen Geist gemacht. Ja, es ist nur eine Bezeichnung. Ne? Also grundsätzlich ist es auch ein Ablenkungsimplantat, ein Dämon. Mhm. Für alle, die schon Foundation gemacht haben oder CF sind, die wissen, Ablenkungsimplantate behindern uns einfach nur an dem, was wir wirklich sind und alles, was noch drüber ist. Und die Kirche ist das, die verschleiert oder macht mit diesem Scham, Reue, Schuld, macht sie einfach uns kleiner. Nicht die Bibel, die Kirche. Alles, was das behindern wird, dass wir alle aussteigen aus diesem Kirchendasein, also alle Kulte, alle Universitäten, alle Burschenschaften, alle Religionen, Sekten, und alles, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, wo man halt in so Gruppen drinnen ist, zerstören und umkehren, was das behindern wird, dass jeder von uns ist, anstatt sich behindern und zerstören lässt. Okay, gut, Bad, White, Wrong, Bock, Bot, All, Nine, Shots, Boys and Beyonds. Wie geht es euch jetzt einmal? Jetzt habe ich einmal Luft gemacht von diesem ganzen Einlog-Ding, das ich jetzt schon tagelang mache, weil es nicht so easy war gerade. Hat irgendwer Fragen? Ja. Ich fange gleich mit an. Ja. Ich bin am Samstag bei mir in die Stadt reingelaufen und kurz vor mir habe ich dann ein altes Ehepaar wahrgenommen, wo ich gedacht habe, entweder die streite oder sie will ihn festhalten oder sonst irgendwas.
und der Mann geht direkt von mir in die Knie. Der ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Und dann habe ich mich runtergebückt und er hat als erstes gesagt, ich habe nichts getrunken. Und heben Sie mich auf. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, Sie bleiben liegen, weil ich kann Sie nicht aufheben. Ich falle noch auf Sie drauf. Wie sieht denn das aus mit in der Stadt, wenn wir auf dem Boden rumwurzeln? Habe halt noch Blödsinn gemacht. Und zum Glück kamen dann noch Menschen dazu und dann haben wir rumgedreht und zum Sitzen. Und dann habe ich gemerkt, wie mich plötzlich dem seine Frau, also das war wirklich ein Blick aus der Augen, wo ich gedacht habe, oh fuck, was ist denn da unterwegs? Ja gut, dann habe ich natürlich nicht ganz laut bei von denen alle Leute gemacht. Ja, wer bist du? Ne? Und was ist dein Job? Wer warst du davor? Habe ich gemacht. Ich würde mal sagen, nachts muss ich aus dem Bett auf die Toilette. Ich mache 2 Schritte aus meinem Bett raus, haut es mich um. Ich war aber nicht bewusstlos und gar nichts. Ich bin nur, wie wenn mich jemand umgeschmissen hätte und ich bin mit dem Kopf auf irgendwas gefallen. Du, Maria. Ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's aber, verschwindet. Und bin auf die Toilette. Das ist so komisch, oder? Na, wie viel Kraft, Macht und Potenz hast du gezeigt und denen auch gesagt, mit mir nicht. Don't fuck with me. Ich habe nur am Anfang gedacht, ist jetzt das die eine Entität, oder das war schon ein Dämon, so wie es ausgesehen hat, zu mir rüber gehüpft, weil mir das dann nachts passiert ist. Keine Ahnung. Wahrheit? Hast du was mitgenommen? Also als ich dort war, habe ich noch gedacht, ups, was ist denn das? Das kann schon sein, dass da irgendwas, ein Rest noch gehangen war nachts. Okay. Der und vielleicht da nicht gehen konnte. Wahrheit, ist der Dämon zu dir rübergehüpft und du hast ihn sofort erkannt, ihn sofort geklärt, zurückgeschickt, nur vielleicht vergessen, die Abdrücke und das Gepäck mitzuschicken? Ja, das kann sein, in der Schnelle, auf der Straße. Ja, also alles, was behindern würde. Also das ist wichtig, ne? Wenn ihr irgendwo jetzt so Besitzer irgendwo aufgreift oder Blödsinn annimmt, ihr seid so schnell, das glaubt ihr gar nicht, nicht einmal selbst. Nur weil normal schicke ich das alles mit zurück. Genau. Und das kann sein, das ist Hektik, dann kam der Krankenwagen und bla bla bla. Ja. Weißt? Ja. Und wichtig ist einfach nur, dass du dir dann bewusst bist, dass man auch das Gepäck, die elektrischen und die magnetischen Abdrücke zurückgeben muss. Das ist wie ein Finger, wenn der jetzt ganz kurz nur in euren Körper kommen wird, dann habt ihr sowas wie einen Magnetabdruck, wie einen Fingerabdruck. Und der Fingerabdruck könnte zu dem geführt haben, was du in der Nacht beschreibst. Mhm. Und wenn du dann weg hast, dann ist richtig weg, ne? Was ganz lustig ist, ich habe ein paar Tage vorher gedacht, früher, wenn ich unterwegs war mit einer Freundin, egal wo wir waren, und es waren andere Menschen außen rumgestanden, es sind Menschen vor mir ohnmächtig geworden, die sind umgefallen, die Betrunkenen sind umgeputzelt, immer vor meine Füße. Und wie viel hat dieser Körper gewusst, dass du ihn geheilt hast, und in Wahrheit hast du damals halt noch nicht gewusst, wie du das wieder los wirst. Ja, ja, ja. Alles, und es ist auch einer von mir gestorben, ne? Ja, und alles, was behindern würde, dass du jetzt alle Abdrücke, magnetischen Dinge und alles, was du irgendwann einfach nur im Körper gespeichert hast. Ja, das mache ich gleich mit. Ja, das wird nicht umsonst sein, und außer dass gratis ist halt, dass ihr dabei seid. Wie viele von euch haben das noch, ne? Alle magnetischen Abdrücke, alle elektrischen Abdrücke und alles Gepäck, das ihr irgendwo noch habt, das vielleicht auch aus anderen Lebenszeiten, weil wir sind jetzt gerade kurz vor den 10.000 Bewussten, alles, was das behindern würde, aufzulösen, zu stellen und umkrieren. Ja. Gut, bei Weibung, Blockbot, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Und das ist ganz wichtig, wer schon Entitätenkurs hat, das steht eh drinnen beim Klären von Entitäten, die jetzt nicht beitragend sind oder Dämonen oder so oder Vorbesitzern, unbedingt das noch dazu zu sagen, den Fingerabdruck zu löschen. Ja, wie gesagt, das mache ich normal immer. Weil da denke ich nicht mehr dran, weißt du? Ja, also in dem Moment war halt so viel anderes auch nicht, ne? Ja.
Weil jetzt gerade, wo ich darüber gesprochen habe, ich habe auch mal mit einem älteren Mann getanzt, der setzt sich mir gegenüber, macht so und ist tot. Ich habe lauter so schräge Zeug. Und was wäre, wenn du das zum Geldverdienen benutzen könntest? Ja, das war für mich damals ganz schlimm. Ich bin mir vorgekommen, als ob ich den getötet habe, weißt du? Weil wir sind rumgehüpft beim Tanzen und ich meine, der war damals schon 70 und der setzt sich mir gegenüber, macht so und ist weg. Boah. Und wie viel magst und du... Vielleicht wollte er einen schönen Tod sterben. Wollte jetzt gerade sagen, magst du anerkennen? Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Wie viel du den Tod verschönert hast und wie viel du dem Wesen behilflich warst zu gehen. Mhm. Also alles, was irgendwer von euch schon gemacht hat in sowas und euch falsch gemacht hat, wenn ihr getötet, anstatt einfach nur gewahr zu sein, wie viel Beitrag ihr wart. Alles, was das beginnen würde, aufzulösen, zu wissen, anzuerkennen und vor allem zu empfangen und früh genug zu kommunizieren. Alles, was das beginnen würde, aufzulösen, zu schön und umgrin. Ja. Gut, mit Weitung kaputt online Shorts, Boys and Beyonds. Yes, Marianne. Ja. Marianne, du darfst ja auch nicht ganz vergessen, du hast vorher schon, so wie alle, die Fähigkeiten gehabt, nur noch nicht gewahr benutzt. Ja. Und inzwischen hast du zwei Entitätenkurse, also werden wahrscheinlich die auch noch für, wirst du noch mehr solche Sachen anziehen und nur in dem Moment sofort in Zukunft. Doch, alles, was ich da in den Hals stecken aufgenommen habe. Wow. Eindrücke und elektromagnetischen Dings, bla, und auch das, was ich jetzt nicht weiß, zerstörend und grierig jetzt. Danke, gut, mit Weitwang, Bockbott, Online, Schatz, Boys and Beyonds. Wer immer das war. Ah, cool. Oh, das war ich, bin ich, Claudia. Claudia. Ja, cool. Also wir haben hier bei uns, mein Bruder hat einen Schlaganfall. Und wir haben hier die Belitzer Heilstätten. Ich war, ja, soll ich euch wohl Leute sagen, weil irgendwie ist meine Stromschaltung nicht mehr drin. Und diese Heilstätten haben super, mega Nazi-Vergangenheit und ja, waren dann, als die Russen da drin waren, so Versuchsanstalt, also ganz gruselig. Da haben sie Leute fast schockgefrostet, um irgendwelche neurologischen Tests zu machen. Und mein Bruder hat die gesehen, also der hat irgendwie gesehen, was da los war und hat total mit Angst reagiert. Und ich habe die alle schön eingesammelt, ne? Und da ich da also 14 Tage fast jeden Tag war, war es dann irgendwann so weit, dass ich kaum noch kriechen konnte. Und danke für den Hinweis jetzt eben, weil ich habe mal diese elektromagnetischen Eindrücke auch noch weggeschickt. Und was ganz wichtig ist, es kann sein, es muss nicht sein. Also manchmal sind sie ganz schnell zu klären, aber wenn das mit einem Wächter zu tun hat, den ihr schon durch viele Lebenszeiten mithabt, dann kann das auch sein, dass es ein Prozess ist. Also dass ihr immer, wenn ihr sowas bemerkt, gleich wieder sagt, oh no, 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 danke, wir sind da durch. Dein Job ist gekündigt und ich mache das jetzt alleine. Mhm. Also da hingen auch Seelen fest und die konnte ich ganz gut mit Engeln wegschicken. Also die haben einfach nicht geblickt, dass die schon nicht mehr da sind. Ja. Aber also ich habe manchmal den Eindruck, dass ich irgendwo auch zu stehen habe. Hallo, ihr könnt hierher kommen und ich bringe euch irgendwo hin, wo ihr jetzt hingehört. Und diesen Job habe ich übrigens gekündigt. Der ist mir zu alt. Ich wollte fragen, ob du den bitte kündigen möchtest. Was wäre, wenn du diesen Job machen würdest? Nicht gratis und immer fragt, kannst du mir bitte die Person mit Geld in der Hand bringen? Also immer, wenn ihr merkt, irgendeine Entität, jetzt ein Wesen, sage ich mal, will mit euch sprechen, und ihr dann fragt, okay, willst du mit mir sprechen oder ist es jemand anders, mit dem du etwas mitteilen willst? Wenn es jemand anders ist, dann sagst du, okay, na, den Job habe ich gekündigt, du darfst mir aber gerne die Person mit Geld in der Hand bringen. Hm. Und das ist halt auch, was ich auch nochmal erzählen möchte von meinem Kurs bei dir, Margarete. Man kennt ja vieles, oder man kennt ja einige Tools in Bezug auf Entitäten durch den Foundation, ne? Das ist schön und gut. Und dann zwischendurch wusste ich immer nicht so, oh, ist das jetzt was für mich, ist das nichts für mich?
Und auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, dass Entitäten in allen Lebensbereichen eine Rolle spielen. Also Entitäten und Geld, Entitäten und Beziehung, ja? Also nicht nur Beziehung zum Partner, sondern einfach auch mit den Eltern. Ja. Entitäten und Business, Entitäten, Körper und Gesundheit. Ja, und das möchte ich nicht missen, den Entitätenkurs bei dir, weil im Kurs, und das war halt das, wo ich dann gedacht habe, so guck mal, wie kommt denn das jetzt alles so, aber dieses im Kurs und dann halt einfach jemanden haben und facilitiert werden. Und vor allem, Margarete, danke nochmal dafür, weil du bist ja echt, du bist ja wirklich an mir und der anderen da ja echt backen geblieben und du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, aber zum Beispiel die Wächter, die ich hatte, mal ganz ehrlich, diese verkrüppelten alten Säcke, ja, versteckt im hintersten Loch, ja, versteckt im hintersten Loch, schön geschützt, damit da ja kein Scheiß kommt. Ey, wie willst du da im Leben weiterkommen, wenn du solche Säcke am Arsch hast? Ja, oder? Mal ganz ehrlich. Als eben. Ja, echt. Und du bist ja. Und das ist halt für mich einfach, deswegen bin ich da auch so begeistert und denke mir, das sollte echt zum Standardrepertoire gehören, mit den Entitäten, weil es wirklich in jedem Lebensbereich eine Rolle spielt. Und, ja. und wenn du sie hast und sie versteckt, dann habe ich auch so das Gefühl, dann kannst du potten und pocken, bis es dir die Soße aus den Ohren kommt. Ja? Wenn du solche versteckten Wächter hast, Und auch was dieses Thema Walk-ins betrifft, ja, wo bist du, Margarete, da? Auch das Thema Walk-ins betrifft, ja, da bist du ja auch so hartnäckig an uns dran geblieben, bis wir das alles geklärt haben und losgelassen haben. Ja. Setzt natürlich die Bereitschaft vor, ich habe dann auch echt geheult. Danke, Marianne, wo bist du? Für deine Unterstützung. Da irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich das seither. Ja, irgendwas ist leichter. Ja, klar. Und ich war ja auch so eine Staubsaugerin für Entitäten. Das bin ich ja schon, ach, ich weiß nicht was, wenn ich in Diskotheken gewesen bin oder in Rom, im Vatikan. Im Rom, im Vatikan bin ich mit blutunterlaufenden Augen rausgekommen und mein Mann damals, der hat sich erschrocken, was ist denn mit dir passiert? Ich habe halt einfach eingesammelt. Und ja. Irgendwann einmal habe ich da gecheckt, da ist was, und habe mich dann halt immer mit Salbe und Weihrauch. Ja, besser wie nichts, ne? Immer. Ja, besser wie nichts, genau. Ja, also ja, aber was für geniale Tools. Alles, was gerade zur Hilfe ist, wo du halt gerade noch nicht mehr hast, nimm. Ja, aber ich habe mich ja total falsch gemacht dafür. Mir war klar, dass ich halt sowas wie so eine Art Staubsauger für Negatives, ja? Da dann halt war und bin. Nur dann bist du ja angeguckt wie ein Auto, wenn du dir das traust, dann irgendwie jemandem zu sagen. Deswegen habe ich mich dafür falsch gemacht. Ja, und ja. Was alles, also wenn es schon so leicht ist, wie Staubsauger durch die Welt zu gehen, ne? Und Blöcke aufzusammeln, anstatt anzuerkennen, was du da für Arbeit geleistet hast. Ja, weil ich weiß ganz genau, auch mit anderen Leuten, vor allem halt mit Drogenabhängigen, ja, denen ging es immer besser, nachdem die mit mir zusammen waren. Und ich war danach hin und weg, ne? Ja. Klar. Deswegen genial, echt genial. Okay, das war mein Wort zum Sonntag. Tschüss. Margarete, darf ich auch ganz kurz was fragen? Ja, sicher. Ja, ich selber beinhalte unterschiedlich zwischen 3 und 5 Portalen. Meine Katze ist ein Portal, mein Mann ist ein Portal und ein paar Möbel bei mir zu Hause sind Portale. Ich schließe ständig am Tag 4-5 Mal diese lästigen Dinge. Ich krieg sie nicht. Immer wieder springt eins auf. Ich weiß, ich war noch nicht bei einem Kurs bei dir. Sie sind geplant. Ich sage jetzt mal, ich glaube, das ist jetzt einfach so, weil das mein Gefühl ist, oder Gefühl ist nicht das richtige Wort. Ich weiß, das heißt, Wahrnehmung. Ja, ist ja wurscht.
meine Wahrnehmung, genau. weil Gefühl darf man ja nicht mehr sagen. Man darf meine, immer meine Wahrnehmung, dass wirklich was drunter ist, was du, wo, wo du eine Fähigkeit hast. Ja, und ich spüre einfach, dass ich das Geld für die Seminare einfach nicht kriege, weil die das nicht wollen. Okay, und wer, ich weiß nicht, ob, wer ist die größte Kraft, Macht und Potenz in deinem Leben? Ups. Ich also, nix! Wenn deine Tochter jetzt haben möchte, dass du ihr was zum Fressen gibst, würde sie dich dazu bringen? Mhm. Ist deine Katze okay. ihre größte Kraft, Macht und Potenz? Deine Katze? In ihrem Leben? Nein. Ja, ich bin meine Katze, ja. Nein, nein. Oh, wie cool ist denn das? Du bist deine Katze. Alle, was will ja deine Katze? Manchmal. Manchmal bestimmt, ja. Ui! Was will ich glaube, zeigen? 1, 2, 3. Also es ist nicht so, oder es ist unbedingt zu beachten, dass Tiere euch oft was zeigen wollen und es ganz oft mit Entitäten einhergeht. Dass die euch zeigen wollen, oder jetzt in dem Fall gerade dir, dass sie dir zeigen wollen, wie viel Kraft, Macht und Potenz du verweigerst, indem sie sich das Portal nicht schließen lassen. Okay. Also wie viel Kraft, Macht und Potenz ist deine Katze in ihrem Leben? Ist die ihrem Leben verpflichtet? Sie ihrem? Ja. Ja. Ja, genau. Und zu wie viel Prozent bist du deinem verpflichtet? Unter 50 oder über 50%? Weit unter. Ja. Und überall dort, wo du nicht deinem Leben verpflichtet bist und es schon an deine Katze abgibst, damit sie es dir zeigen kann und sogar die Katze zu einem Portal wird, damit sie dir zeigt, dass du durch sie ein- und ausschlüpfen könntest, wenn du wolltest und du es nicht wählst, magst du alles testen und umkrieren? Ja. Bett weit vom Backboard online, Schatz, bei sind bei uns. Danke. Das Portal wird natürlich nicht schließen, wenn du dort aus- und einschlüpfst, damit du wieder verschwinden kannst. Ja, logisch. Deswegen sieht mich auch keiner und keiner meine Kurse. Danke! Du bist ein Schatz! Bitte gerne. Oh Gott. Gott. Ja, wie doof kann man denn sein? Alle Bewertungen, Beurteilungen und alles, was du da drauf hast, magst du das an alle Dummen zurückgeben und jetzt deine Kraft, Macht, Potenz in die Hand nehmen und ja. alles Geld, das du dafür bekommen kannst, nicht mehr ablehnen. Ja. Mit weit von Backboard Online, Schwarz, Boys und Beyond. Also Portale ja. sind nicht immer schlecht. Im okay. Fall ist es eins, das dir gezeigt hat, wo du verschwindest. Also ein Portal, das du selbst erschaffen hast. Und wenn du nicht jetzt checkst, was für ein Beitrag das Portal ist, kannst du es auch nicht schließen. Und in dem Moment, wo du checkst, dass es der Beitrag ist, dass du dich deinem Leben verpflichten musst, und erst wenn es über 50% ist, was eh noch immer wenig ist, erst dann kannst du wirklich kreieren. Das ist das Hintertürchen, ne? Ja. Margarete? Dann, genau. Hatte ich auch, Alexandra. Ja. Schöne Scheiße. Ja, Olga. Ja, weil ich habe Ideen und ich weiß, ich kann es und doch geht's nicht. Ja. Und es ist so geschissen, jetzt. Wenn ich das auf Hochbayerisch sagen darf. Ja, also überall. Ja, das, mein, ein Portal habe ich, das ist mein das weiß ich, das ist ein Zeitportal, das ist eine alte Uhr, mit der verschwinde ich immer wieder in diverse Ebenen, aber das ist jetzt, würde diesen Rahmen jetzt hier absolut sprengen. Überall, wo du manchmal vielleicht auch nutzen kannst, wenn du in andere Zeiten und Portale, wobei durch die Portale gehst, wobei ja Zeit nicht linear ist, sondern ich weiß.
nur andere Dimensionen es noch gibt. Alles, was das behindern würde, dass du das zu deinem Vorteil nutzen kannst. Magst du das einmal alles zur Stellung bringen? Ja. Okay, gut. Bett weit, wenn Papa online schaut, wo ist ein Würm? Danke. Bitte gerne. Genial. Darf ich auch was fragen? Ja, sicher. Also ich nehme erst seit kurzem, wie soll ich sagen, so, keine Ahnung, was das sind, Dämonen und Walk-ins war. Und ich bin die ganze Zeit am Wegschicken. Bist du nur am Wegschicken? Ja, ich habe teilweise schon so ein bisschen angefangen zu reden, so kurz mal. So. Einfach so, hallo? Redest du mit ihnen so, wie du jetzt mit mir oder mit jemandem? Ja. Menschlich reden würdest. Okay, alles, was das behindern würde, aufzulösen, magst du das einmal zur Stellung kriegen? Okay, gut. Betreibung, Doktor Dolnan, Schatz, Boys and Beyonds. Also, wenn ihr zum Beispiel so Phänomene habt wie Naserinnen, wie Augenzucken, wo man ja dann gleich ein Medikament für irgendwelche psychischen Ursachen verschrieben kriegt, oft. Oder, was ist nie, ein Zucken an irgendeinem Körperteil oder irgendwas, was halt immer wieder auftritt, wo er sagt, das reibt mich schon auf. Also, das ich kenne, was am unangenehmsten war, dass jemand immer rülpsen musste, wenn er Entitätenwahrnehmung hatte. Mhm. Nur, man muss es nicht so weit kommen lassen. Entitäten kommunizieren so schnell, wenn du mit der Welt kommunizieren willst, dass es einfach ist, dass du sagst, okay, ihr kennt das sicher alle, weil sonst wärst du nicht auf dem Call. Manchmal ist es so, wenn ich so stock beim Reden, dann habe ich da was und da was und da was, da kommen so viele Inputs, dass ich jetzt nicht weiß, was ist das, was am meisten Beitrag ist, wo ich jetzt hingehe mit dem Ganzen. Und das kennt sicher jeder. Und dann kommunizieren natürlich auch Wesenheiten mit mir und ich nehme euch wahr, was jetzt gerade am Laufen ist. Und dann fragt es einfach, wenn es mit Entitäten kommunizieren wollt, kannst du bitte, ich bemühe mich wirklich, aber ich kann nicht so einen Download wie am Computer, ne? Wenn ihr so, weiß ich nicht, 5 GB runterladet in 0, nix, dann ist das so viel Information, dass du dir denkst, was ja, also im Moment habe ich das Gefühl, es ist immer wie so eine Wand, so richtig wie so eine Wand teilweise. Ja, und überall, wo du eine Wand verspürst, anstatt eine Teamübung zu machen, nachdem die Katharina ja auch schon einen Entitätenkurs gemacht hat bei mir, und die Teamübung anscheinend nicht wirklich oft benutzt. Alles, was du hindern willst, dass du sie empfangst und mindestens einmal in der Woche deine Teamübung machst, mindestens, und die Thymusdrüsenübung einschaltest, zerstören und umkehren, alles, was das behindern wird. Ja. Danke, gut. Also nachdem du ja auch oder jeder von uns eine Wesenheit ist mit einem Körper und einem unendlichen Wesen, alles, was die Thymusdrüsenübung macht, sie macht die akustische Schwingung zwischen unendlichem Wesen und dem Körper kompatibel. Durch Bass, durch bestimmte Sachen, die wir, was weiß nicht, ob sie die Lebensumstände verändern oder ob wir was auch immer, macht einfach den Körper mit dem unendlichen Wesen nicht immer ein bisschen halt so, was da vorkommt, wo bin ich jetzt und mein Körper ist irgendwie, wer ist denn der? Thymusdrüsenübung ein. Okay. Sofort einschalten. Das macht die akustische Schwingung zwischen oder mit dem Körper zum Wesen wieder ja, einfach kompatibler. Und natürlich Körperprozesse. Und die Wesen, die mit dir kommunizieren wollen, wenn das dann so ein Wirrwarr wird, dass du schon nicht mehr weißt, was, dann sag, okay, ich weiß jetzt, ich empfange euch und ich kommuniziere. Und ich bemühe mich so gut als möglich, dass ich schneller werde mit dem Empfangen. Und ich lese nur gerade den Chat. Und
die, so, wo war ich jetzt gerade? Ich habe jetzt Chat gelesen. Jetzt ist weg. Was habe ich als letztes gesagt? Was ist noch wer? Ich kommuniziere gerade. Okay. Dann könnt ihr auch die Wesenheiten natürlich fragen, könnt ihr bitte ein bisschen langsamer sein? Und ich schaue, dass ich schneller werde, so schnell als möglich. Und dann geht das Kommunizieren leichter. Und vor allem ist wichtig, nicht alle wegzuschicken, weil wenn das dann eben so ein Durcheinander wird und so ein Wirrwarr, dann tendieren viele dazu. In Foundation ist das halt nicht so, so. Deswegen gibt es halt einen eigenen Entitätenkurs über 2 Tage. Da kann man nicht so drauf eingehen in Foundation, aber sonst wird der eine Woche dauern. Und da einfach wirklich drauf zu schauen, dass ihr mit denen so kommuniziert, dass die euch verstehen, weil ihr seid dann denen einfach zu langsam. Und ihr, die sind uns zu schnell. Also überall, wo wir auch das kompatibel machen können. Was ist, wenn ihr alle Beziehungen zu euren Teams und euren Entitäten, die euch beitragen, immer wieder zerstört und umkriegt, so wie ihr Beziehungen zu eurem Partner oder euren Kindern zerstört und umkriegt, damit es eben wieder, auf, wieder so anfängt, als ob vorher nichts gewesen wäre, nichts Behinderndes. Das ist gut. Ja. Bin ich dafür. Aber ich muss zu laut. Also da war jetzt gerade eine Frage über die Thymusdrüsenübung. Die Thymusdrüsenübung ist eine Übung, und wer hat das gefragt? Die Brigitte. Die Thymusdrüsenübung, hast du einen Foundation schon, Brigitte? Ja, ich habe schon 2 Foundation. Ich habe auch den Pariser Foundation. Okay. Dann bitte nimm dein Manual zur Hand und liest ganz hinten, kurz vor Schluss, die Thymusdrüsenübung. Jetzt hast du mich erwischt. Okay. Wenn du sie schon einmal gemacht hast, es ist nur trotzdem interessant zu wissen, wie es funktioniert. Die Thymusdrüsenübung, dann kannst du einfach sagen, Thymusdrüsenübung schalte ich ein. Und das, du wirst merken, dass das so ein Raum von Frieden mit den Körpern macht. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gemacht, aber ich weiß es nicht. Ganz sicher, wenn du 2 Foundations hast, das glaube ich nicht, dass du nie die Thymusdrüsenübung, aber man hört einfach nicht alles, wenn man eine Foundation macht. Da ist so Nein, wenn man das nochmal nachliest und nochmal nachhört, dann hört man ein vollkommen anderer Foundation. Genau, man glaubt da gar nicht dabei. Und wenn ich das dritte Mal höre, dann habe ich wieder einen anderen Foundation. Ja. Und wundere mich, was da alles gesagt wurde und ich immer noch nicht gehört habe. Ja. Ihr werdet es nicht glauben, aber selbst wenn ich meine eigenen Kurse anhöre, denke ich mir, wow, war ich da dabei? Ich meine, wie ist mir das alles eingefallen? Ich habe auch noch recht viele Identitäten um mich rum und ich habe jetzt mit den Vereinen, ich habe jetzt gesagt, also, einmal in der Woche ist das Identitäten-Clearing und bitte Geld mitbringe, umsonst war gestern. Jetzt bin ich mal gespannt, was das gibt. Ja, was wäre, wenn du aus allen Lebenszeiten, in denen du schon irgendwann einmal reich, wohlhabend und erfüllt warst mit Geld, was wäre, wenn du das, also in die Energie, in dem Fall dürftest du zurückgehen in die Energie von dem Leben, wo ihr Reichtum, Wohlstand und Fülle gehabt habt, in dem, wo am meisten da war. Aha. Und dann sagen, okay, alles, was ich dort zurückgelassen habe, liebe Entitäten, ihr dürft mir das jetzt alles wiederbringen. Ich werde alle Gaben, alles Geld und alles Gold oder was auch immer ich dort zurückgelassen habe, weil es einfach in Münzen oder Scheinen oder was auch immer war oder in Schmuck, egal wie, und wenn es wie ein Wunder auf meinem Bankkonto wäre, dürft ihr mir es bringen und ich werde es auch erkennen, annehmen und anerkennen. Alles, was das binnen wird, aufzulösen, zerstören und umkriegen. Ja. Eine gute Begleitung bekommen, ein Schatz, Boys and Beyonds. Ja. Alle Gaben, die sie dir schon bringen wollten und die du abgelehnt hast, weil es einfach so unwirklich erscheint, ja. Alles, was das behindern würde, aufzulösen, zerstören und umkriegen.
Das Name kennt man gut, weltweit beim Bockbot Allen Shirts, Boys and Beyonds. Und alle, die schon einen, also einen Foundation und einen Bodykurs gehabt haben, Thymusdrüsenübung ist dort immer drin. Und Thymusdrüsenübung ist einfach eine Erleichterung für den Körper, um in seine Schwingung mit dem Wesen einzutreten und kompatibel zu sein. Mhm. Okay. Und das sind beides wieder Entitäten. Entitäten sind alles, was eine Bezeichnung hat. Ne? Alles, ein Tisch, ein Sessel, ein Baum, ein Motorrad, ein Mensch, also ein Wesen ohne Körper, Wesen mit Körpern, große geistige Meister. Nur wichtig ist, macht es niemanden größer als euch. Mach niemand? Mach niemanden größer als dich. Ja. Ja, ich glaube. Ja, und dann gibt es aber schon keine so große Meister mehr. Bitte? Dann gibt es aber auch schon keine so große Meister mehr, wenn ich mich. Doch, die sind auch in ihrer größten Kraft, Macht und Potenz. Und jeder von uns, auch die großen Meister, die sind nur nicht über dich zu stellen. Die sind einfach in ihrer größten Kraft, Macht und Potenz und haben andere Fähigkeiten als du. Ja, richtig. Als Fähigkeit. Genau. Überall, wo du dich missbrauchen hast lassen und selbst missbraucht hast von und mit Entitäten oder anderen Wesenheiten und menschlichen Körpern, größter Missbrauch ist ja immer der mit dir selbst, ne? Bewertungen, Beschuldigungen, dass er die Beste wissen müssen und dass er die anderen machen können. Was wäre, wenn alles nicht die beste Wahl war? Danke, nächste Wahl. Also überall, wo du dich missbraucht hast, den Missbrauch mit dir selbst am besten betrieben hast, dass es der andere gar nicht besser machen hätte können, magst du alles testen und spüren? Oh ja. Danke, gut, weltweit von Bockbot Online, Shorts, Boys and Beyonds. Wie ihr wisst, gibt es ja auch diesen Abuse Hold. Den habe ich schon gemacht. Hast du gemacht, ja. Also, ich weiß, dass einige in dem Call bei mir auch schon gemacht haben. Also, ein Abuse Hold ist immer zu empfehlen. Also, wir haben uns nie, niemand von uns hat sie nie selbst irgendwie bewertet oder entwertet. Ganz sicher. Ja, und ich bin der interessanten Meinung, dass ein Abuse Hold im Leben nicht reicht. Warum? Was ist das? Bitte? Was das ist, wurde gerade gefragt. Was ist das? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Was das der ist, Abuse Hold ist. Ach so, was der Abuse Hold ist. Abuse Hold ist Missbrauch. Also jeden Missbrauch, den du mit dir betreibst. Ob du den jetzt mit dir betreibst, mit anderen betreibst, das ist ja ein Missbrauch von einer Entität zur anderen. Ob du ihn mit Geld hast, also immer dann, wenn du dich selbst oder wenn du dich mit Geld oder ohne Geld missbrauchst, ist das, wenn du zum Beispiel zu deinem Kind sagst, wenn du das machst, dann kaufe ich dir das. Oder deine Eltern das zu dir gesagt haben. Das kennt sicher niemand, oder? Das wäre jetzt schon finanzieller Missbrauch. Und den gibt es auch in allen Varianten. Ne? Ob jetzt mit Geld, mit Beziehung. Ja. Und dann ist eben der Abuse halt der Körperprozess, den ich auch gebe, den man bekommen kann, um einfach, wenn man die CD 30 Mal gehört hat von Gary, die kostet $35 im Shop, also wirklich billig, im Gegensatz zu vielen anderen. Ne? Und die muss man dann 30 Mal hören, die kann man auch in der Nacht hören oder nur so nebenbei, ohne dass man sie versteht. Aber wenn man nicht Englisch kann, bewirkt sie was. Und dann kann man den Körperprozess bekommen von jemandem, der den Abuse Hold macht, und der entlastet den Körper wirklich. Und wenn man dann natürlich, wenn man den Abuse Hold gibt, auch noch Entitäten klärt oder Dämonen oder Wesenheiten, die immer wieder auftreten, ist der natürlich cool. Genau, du kommst ja nach Regensburg im Juni, am 19. Juni, zu einem Clearing-Abend und der Abuse Hold ist dann möglich die nächsten 2 Tage bei der Magabe.
ich tue diesen Post an der Veranstaltung, also Facebook-Post von der Veranstaltung, einfach in diesen Call da. In diesen Ton für den Call rein. Wer will, kann sich ja dann da mal weiterentwickeln. Genau, das kann man reingeben. So, ja, danke für den Hinweis. Danke, danke, Erika. Ja, oder auf deiner Seite steht es auch, gell? Ja, auf meiner Seite steht es auch. Und das entlastet einfach den Körper von den vielen alten Wesen, die oder ja, von den vielleicht auch Wächtern, die man halt schon mal gehabt hat, die man durch viele Leben mitgenommen hat. Was ist der Unterschied zwischen Wächter und Entität? Ein Wächter ist so, es ist eine Art von Entität, so wie ein Dämon auch nur eine Art von Entität ist. Es ist nur ein Unterbegriff oder eine von denen, so wie ein Baum genauso auch. Nur ein Wächter ist jetzt jemand, den du dir selbst eingestellt hast und dem du einen Job gegeben hast, dass er über dich wachen darf. Und das ist so eine Symbiose, die keine wirkliche Symbiose. Eine Symbiose ist ja was, wo beide was davon haben. Ja. Nur das Ablenkungsimplantat oder das Schick hier drunter, das Secret Hidden, Invisible, Undiscovered, Undisclosed, also alles Unsichtbare, Nichtgesagte, Ungesehene, Unausgesprochene, drunter ist das, was dich in Wahrheit behindert an deinem Leben. Also den muss man entlassen praktisch. Den Wächter, den musst du den Job kündigen. Und entlassen. Und auch wieder alle Abdrücke, alles Gepäck und alle elektrischen und magnetischen Abdrücke aus dem Körper klären. Verbal. Ja. Margarete? Ja? Und wenn er beiträgt, der Wächter? Wenn er was? Wenn er beiträgt. Wenn er wach. Beiträgt. Ein Beitrag ist, meint sie? Genau, ein Beitrag ist. Ja. Wahrheit. Kann dir ein Wächter ein Beitrag sein? Ja. In welchem Fall? Dass er mein Leben beschützt, also meinen Körper beschützt, dass ihm nichts passiert. Wahrheit, ist es dann ein Wächter? Nein. Dann wäre es jemand, der in deinem Team ist und dem du einen Job gibst, um dir beizutragen. Weil ich spüre, dass immer jemand über mich wacht, also wenn ich in die Stadt gehe zum Beispiel. Ja. Ich werde auch nie von Ausländern angeredet, belästigt, nie. Ja. Und alle haben diese Erfahrung gemacht. Dann ist es einfach nur die Bezeichnung nicht das richtige Wort dafür. Okay. Und dann vielleicht wird dieser Beitragende noch mehr beitragen können, wenn er nicht immer als Wächter bezeichnet würde. Ich kannte das gar nicht, dass er Wächter ist. Also das habe ich ja, jetzt im Call erst gehört. Ja, ja, klar. Viele Sachen weiß man einfach nicht, die man dann hört und sie denkt, oh, genau. So ja, vielleicht habe ich ja einen Wächter. Ja, und wenn derjenige, den du jetzt da gerade beschreibst, ein Helferlein ist, ne? Ist ein Helferlein. Genau. Und alle Helferleins, die du schon angestellt hast und noch nicht anerkannt hast, magst du die jetzt anerkennen und ihnen danken für den Beitrag, den sie dir liefern, alles, was das binnen wird, aufzulösen, zu stehen und umkrieren. Ja. Okay, mit weiteren Bockbordolen und Shorts, Boys and Beyonds. Ja, es sind oft nur so Kleinigkeiten. Wenn du dich selber anerkennst, wie cool du bist, dass du schon jemanden in deinem Team hast, das lernt man im Entitätenkurs auch, wie man sich sein Team bildet. Zum Beispiel, was weiß ich, einen Dagobert Duck. Der das Geld bringt. Wer würde nicht gerne in der Früh im Geld baden, kurz einmal? Und dann die Energie des Geldes sein? Natürlich, und das ist ganz wichtig, nicht den Dagobert Duck nachzumachen, sondern nur die Art, wie er mit Freude und Lust Geld kreiert, wie er Spaß dran hat. Nicht den kompletten Dagobert Duck, also immer nur diese Energie. Das ist wichtig, weil wenn er den kompletten Dagobert Duck nachmacht, dann ist das eher ungünstig. Dann wäre das wieder ein Missbrauchsthema. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Genau, seit 2-3 Monaten, also ich nehme Entitäten praktisch auch schon mein ganzes Leben wahr, mal
mal früher mehr, dann mal eine Zeit lang weniger. Und ich habe die letztendlich seit Access dann auch immer geklärt und seit 3 Monaten oder sowas habe ich dann irgendwann beschlossen, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, euch die ganze Zeit wegzuschicken. Ich muss die ganze Nacht wach sein, weil ihr mich nicht schlafen lässt. Und habe denen dann praktisch auch den Auftrag gegeben, okay, ihr könnt kommen, aber praktisch nur, wenn ihr jemand, einen Mensch mit zahlendem Körper mitbringt. Das hat auch super gut funktioniert, witzigerweise. Bis jetzt irgendwie seit 1, 2, 3 Wochen ist tatsächlich jetzt so, also ich habe dann angefangen, praktisch die wertzuschätzen und dankbar dafür zu sein und es anzuerkennen, dass die den Job gemacht haben und dass die den sehr cool gemacht haben, dass die mir Kunden gebracht haben und so weiter. Und jetzt ist plötzlich total nichts mehr. Jetzt nehme ich keine Entitäten mehr wahr. Und es kommen keine Kunden mehr. Hast du dann Gewahrsein, was ich da gerade kreiert habe oder was da... Welche Ablenkung ist da dahinter? Alles, was dich jetzt behindern würde, die Entitäten, den Entitäten, die einen Job haben, dir Geld zu bringen, auch aus dem Leben und nicht nur mit Körpern, vielleicht sind die mit Körper gerade ausgegangen für eine Woche. Alles, was behindern würde, dass auch die ohne Körper dir beitragen dürfen mit Geld, Gaben, Geschenken und allem, was und Wohlstand, Fülle, Reichtum und allem, was du dir vorstellen kannst und es nicht auf Körper und nicht nur auf die beschränken musst, sondern das noch weitermachen darfst, du magst alles testen und umkriegen, was es binnen wird. Ja. Ja, gut, Bestweidung, Bockkopf, mein Schatz, Boys and Beyonds. Und überall, wo du anerkennen darfst, wie cool du warst dass, oder bist, dass du das bereits gemacht hast und wie viel noch mehr möglich ist mit allem, was du, um was du fragen kannst. Alles, was behindern würde, dass du noch mehr die Frage bist, zerstören und umkrimm. Ja. Ja gut, bei Weidwungpapodollen ein schwarzes Boys and Beyonds. Und welche Fragen kannst du noch stellen, an die du jetzt noch nicht einmal denken kannst, wenn du daran denken würdest, die deinen Geldfluss stoppen würden? Alle Gedanken, Gefühle und Ablenkungen dahinter, anstatt das Wissen wahrnehmen, sein und empfangen, dass du in Wahrheit bist, zerstören und umkrimm. Ja. Das ist behindern wieder aufzulassen. Danke. Bettwartung, Bockport, Online-Shots, preisen wir uns. Also das Anerkennen ist ja tatsächlich wichtig, oder? Das absolut. Also praktisch über jeden Cent, den ich geschenkt bekomme, der da liegt oder wie auch immer, einfach anerkennen, oh, danke Entitäten, danke, dass ihr mir das bringt. Und wenn es 3.000 Euro sind, auch. Ja. Also habe ich auch gemacht, da habe ich mich auch tierisch drüber gefreut. Und genau, dann jetzt einfach mehr Fragen stellen und wenn es jetzt halt mal eine Woche ruhig ist, dann ist halt auch mal eine Woche ruhig, oder wie? Oder mehr Fragen stellen. Ich würde, also Wahrheit, was könntest du machen? Was weißt du? Erster Gedanke war, mein Körper will jetzt gerade eine Woche Urlaub haben. Genau. Und das bitte auch wirklich, wenn dein Körper mal wirklich sagt, und das ist auch, was ich vorher schon gesagt habe, wir sind knapp vor den 10.000 wirklich wahrhaftig Bewussten. Und ganz viele klagen momentan ein bisschen über Müdigkeit und über nicht so easy und so. Und es wird sich demnächst wieder verändern. Also gönnt euren Körpern auch eine Auszeit, beziehungsweise einmal einen Tag für euch. Den sagt immer, nachdem ihr den 3-Tage Körperfacilitator demnächst auch fertig gehabt habt, muss man sich ja den Healers Call kaufen, der übrigens nicht nur für 3-Tage Körperfacilitator cool ist, der ist sowieso genial. Also gönnt euch mindestens einen Tag in der Woche wirklich für euch, nachdem wir ja alle Humanoid sind, werden die meisten das ja wahrscheinlich nicht machen, dann macht es zumindest eine Stunde am Tag und teilt es die Woche auf. Nur wenn ihr das nicht macht, dann wird der Körper halt irgendwann sagen, okay, jetzt mag ich einmal, dass du mir was Gutes tust. Das ist ja das, witzigerweise, seit dieser Woche, also das hat letzte Woche angefangen, da ist mein Körper
der ist sowas gerade voll im Vordergrund. Also der bestimmt jetzt gerade, genau, der hat bestimmt, dass ich zum Friseur gehe. Der hat bestimmt, dass ich jetzt ein Schmuckstück mache für mich. Der hat bestimmt, dass ich jetzt Pole Dance anfange. Ja. Und es ist so krass, weil das ist, ich habe das gerade vor kurzem zu meiner Schwester gesagt, jetzt kann ich so langsam nachvollziehen, was die ganzen Access-Leute sagen, wenn die meinen oder wenn die auf Facebook schreiben, mein Körper vibriert vor Freude und mein Körper vibriert seit über einer Woche die ganze Zeit vor Freude. Das ist einfach nur echt, wenn ich Dinge für mich mache, der freut sich so und das ist so cool. Ja, super. Ja, ja, und lass ihm das. Und kommunizieren, ne? Dass das Wesen mit dem Körper auch kommuniziert, also die beiden Entitäten unbedingt miteinander kommunizieren lassen und auch zu schauen, was ist noch möglich. Also darüber hinaus. Bitte? Darüber hinaus, was genau ist noch möglich? Also darüber hinaus, immer darüber hinaus. Also die größte Konkurrenz, die ihr sein könnt, ist immer mit euch selbst. Niemand das unendliche ist Wesen und der Körper, oder was meinst du damit? Ja, also nicht mit gegeneinander, sondern ihr könnt nur immer euch selbst outcreaten, also über euch hinaus kreieren. Ein anderer, also dieses Thema Konkurrenz, ne? Wenn du das jetzt hast, das gibt es nicht grundsätzlich. Wenn jemand zu dir sagt, du bist der Konkurrent für ihn, dann weißt du, wow, cool, danke. Das war ein Kompliment. Der glaubt, ich bin besser als der. Wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel Brigitte und ich, wir hatten jetzt einen Kurs beide in Zürich angesetzt, ohne dass wir auf den Kalender geschaut haben. Und dann haben wir uns zusammen, also kurz geschlossen und haben gesagt, das ist doch ein Blödsinn, zwei Entitätenkurse in Zürich am gleichen Wochenende, keiner von uns hat geschaut, machen wir gemeinsam. Wie viel mehr kreiert das, ne? Anstatt jetzt zu schauen, ich möchte mal schauen, dass ich auf Facebook mehr poste oder mehr E-Mails verschickt, damit ich mehr Leute kriege und dann sie das Gleiche macht. Anstatt, okay, wie viel können wir gemeinsam jetzt machen, also, wenn wir das Wochenende eh schon angesetzt haben? Ja, statt den Feelings, ja, die Oberhand zu geben und da dann in dieses Typische dann zu verfallen, nee. Ja. Ja, da hast du recht, das ist wirklich outcreaten. Über sich selbst hinaus, beziehungsweise in dem Moment über sich selbst hinaus zu kreieren. Aus der Situation heraus zu kreieren, ja. Und was, wenn du jeden Tag in der Früh aufstehst und sagst, wie kann ich heute wieder über mich hinaus kreieren und Sachen kreieren und empfangen, die gestern noch gar nicht möglich waren? Ja. Oder an die nicht denken könnte und zu denen, wenn es ein Gefühl gäbe, es eine Ablenkung zu dem wäre, was wirkliches Wahrnehmen und Wissen und Sein ist. Ja. Alles, was das jetzt hochbringt, magst du das zerstören und grinnen? Ja. Ja, gut, bei Weitwang, Papadolen, ein Schatz, Feuer sind wir uns. Ich sehe gerade, das ist schon, die Stunde ist schon wieder um. Ah ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Oh. Wow, ja, Stunde, nachdem ich gewohnt bin, 2 bis 4 Tage zu facilitieren. Ja. Eine Stunde gerade aufwärmen. Ja. Time is a bitch. Ja. Margarete, ganz kurz eine Frage noch. Kann das Wesen von meinem Hund wählen, in einen Menschenkörper zu gehen, sich einen menschlichen Körper zu kreieren? Oder bleibt das Tier immer Tier? Also, soweit ich das jetzt erfahren habe, kann ich nur sagen, normalerweise, also Hunde oder Tiere können andere tierische Wesen in sich haben. Und wenn er gegangen ist und sich... weil ich habe meinen Hund gebeten, dass er in einem neuen Körper wieder zu mir zurückkommt. Ist normalerweise... Aber wieder Hund oder kann das auch in die Familie geboren werden, in einem Kind? Also soweit ich das bis jetzt gesehen oder erfahren habe, wird es wieder ein Tier. Okay. Aber nicht festnageln, also da ist Susi Gotti vielleicht noch mehr Ansprechpartner als ich.
also ich habe bei ihr auch einen Kurs gemacht, eben damit ich über solche Sachen auch mehr weiß. Das war eher so, dass man sagt, Tiere können Tierwesen in sich haben, Menschen werden eher nicht. Okay. Aber wer weiß, was möglich ist. Ja, weil bei mir kündigt sich jetzt Nachwuchs in der Familie an. Und du meinst, es könnte so sein? Es könnte sein, dass das also dass er wieder in die Familie kommt. Das ist mir halt so gekommen. Dachte ich, okay, vielleicht hat es das gebet. Und was weißt du? Ich wollte gerade sagen, Wahrheit, was weißt du? Also für mich ist es möglich. Ja. Vielleicht war das bis jetzt noch nicht möglich, aber wenn jetzt wieder andere Zeiten kommen und man einfach wählen kann, und man heißt ja, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, das könnte wahr werden. Ne? In meinem nächsten Leben werde ich ein Hund oder in meinem nächsten Leben werde ich reich sein. Wie blöd ist denn das? Wie ist es mit dem Leben, reich zu sein? Ja, genau. Ja. Weil ich habe für mich schon entdeckt, wenn ich energetisch gearbeitet habe, und ich liege dann noch da zum Transformieren, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, als wenn ich wirklich so einen Wolfsschädel hätte. Und an der Kiefer und alles. Ah, und überall, wo du jemals ein Werwolf warst. Ja. War kein Werwolf, war eine schöne Wölfin, Menno. Das hab ich ja nicht gesagt. Ja, und überall, wo du das falsch machst und wo du diese Kraft und Macht und Potenz von der Energie einfach für dich zum Vorteil nutzen kannst, anstatt jetzt behaart sein zu müssen, einfach wirklich Kraft, Macht und Potenz auch von in diese Richtung zu haben, zerstören was das Binnen mit auch. Ja, wir dürfen ja alle Naturwesen und alle, was nie Kobold, der hat sicher schon mal Leute gesehen, die so feingliedrig und so wie Elfen sind. Also Elfen, Kobolde, Trolle, Feen, die sich mit Menschenkörpern gepaart haben und denen merkt man das heute noch an. Dass sie so Blut in sich haben und so einfach so fein wie Elfen oder Feen sind. Jetzt, wo du das sagst, ich hatte die Eckzähne früher viel länger und ich war ja Zahnarzthelferin. Meine Chefin hat gesagt, es sieht nicht gut aus, es sieht aus wie Reißzähne und das muss man kürzen. Wie hat man das gekürzt? Da war ich 16. Echt? Wow! Wow. Und überall, wo du deine Reißzähne, egal wie kurz oder lang sie sind, zu deinem Vorteil nutzen kannst und alle Beute reißen kannst, die du dir ersehnst und wünschst und in deinem Leben tun möchtest, alles, was das beinhalten würde, aufzulösen, zu stehen und umkrieren. Ja! Bett weit lang, Portolen, ein Schatz, Beute, wir uns. Dann gehen wir heute heulen, heute ist Vollmond. Ja! Aber da ist noch nicht aufgegangen. Ja. Cool. Ja. Ja, dann schicke ich das Audio einmal an alle aus, die dabei waren natürlich. Und noch ein paar kleine Kleinigkeiten in eigener Sache. Nächstes Wochenende Foundation in Ravensburg bei Silvia Schulz. Übernächstes Wochenende ein Talk with the Entity-Kurs mit Brigitte. Dann einer in Salzburg. Wann ist der Salzburg? Weißt du das? Das heißt, ist das letzte Wochenende im Mai. Was, der am 27. Ja, das, also mein Kalender ist einfach. Der ist in der Küche. Ja, das ist der 27. Müsste sein, ja. Und vom 9. bis zum 11.6. bei uns in Frankfurt. Genau. Ja. Die Sabine Penack da unten im Bild und ich sind Host. Yay! Und sie sind wieder da. Die rutschen immer hin und her. Die bin immer, wenn ich weiß, wo wer ist, ist er wieder woanders. Sehr unglaublich. Also ihr seid auch alle herzlich eingeladen, nach Frankfurt zu kommen. Genau. Ja, und ihr seid doch immer alle herzlich eingeladen, euch mal in den Osten zu trauen. Also du bist da bei Berlin, gell?
Potsdam, Berlin, ja. Ja, ja, ich komme gern, lad mir ein. Ja. Berlin ist immer Knorke. Ja, wir sind hier nur irgendwie exesmäßig unterbelichtet. Noch möchte das hier kaum einer. Ich kenne viele, die in Berlin Exes machen. Ich finde das total interessant. Ich hatte vorhin eine Anfrage heute aus Neuruppin gehabt. Die habe ich zu einem Exes-Bars nach Berlin geschickt, weil bis nach Köln ist es ein bisschen weit. Ja, also ja, solche Wege musst du hier aber wirklich auf dich nehmen. Also ich bin auch nicht direkt in Berlin und auch nicht in Potsdam. Also du musst wirklich zwischen 80 und 100 Kilometern rechnen, ja. Also ich fahre oft zwischen 700 und 800. Ja. Yep. Ich fahre die ganze Zeit schon 350 oder sowas. Ah. Ja. Und was braucht es mir, Access da reinzubringen? Ja, und allein das. Wir entwickeln gerade das Ruhrgebiet hier, weil das Gleiche sagen wie hier in Duisburg, Oberhausen und so, das Gleiche. Ja. Echt, da gibt es doch so viele, auch Köln-Bonner Raum, da sind doch ganz viele. Ja, aber. Einfach fragen, das hat auch so Margarete kommt. 150 Kilometer weg. Ja, ihr braucht es, genau. Sabine sagt das gerade, ihr braucht es nur fragen. Und einen Kurs organisieren. Ich bin gern. Genau. Ich war schon bei der Margarete, die kommt. War schon bei Olga und Sabine bin ich dann. Bei der Erika B. zum Abuse Hold im Juni. Zu der Diana nach Bonn war sie. Genau, bei dir war ich im März. Ja. Wir werden das besprechen. Also ich orientiere mich jetzt gerade mehr in Richtung Sachsen, weil da erweckt sich der Osten gerade und ich werde es da anregen. Ja. Ja? Dann komme ich noch mit und massiere euch durch. Genau, die Marianne hat ein Massagen. Ich habe schon ein paar ganz tolle empfangen. Das ist schön, aber da haben wir tatsächlich auch eine Masseurin, nämlich die, der Raum gehört da. Marianne, du kommst zu uns. Kommst trotzdem ich mit. Dann macht ihr vierhändig, Marianne. Mach was ganz Besonderes, das macht schon keiner. Doch, das ist einmalig. Was machst du denn? Marianne, was machst du denn besonders? Was? Lass dich überraschen, das ist einfach mit meiner Energie. Ah, okay. Margarete, und dann ist ja auch dann irgendwann der fortgeschrittenen Talk to the Entities Kurs bei der Shannon. Genau, also kann man dich dann ja quasi noch als Gelegenheit nutzen, weil man braucht ja als Voraussetzung für den Fortgeschrittenen einen Talk-to-the-Entities-Kurs, ne? Genau, den muss man haben, damit man nach Wien gehen kann. Sind das nicht zwei? Das ist die Immersion, oder? Immersion jetzt, also im Beyond, jetzt hat sie ihn umbenannt, aber es ist das Gleiche. Also ob ihr jetzt Immersion oder Beyond lest, irgendwo, es ist der gleiche Kurs, der ist 3 Tage, von 7. bis 9. Juli, wenn ich jetzt richtig bin. 6., 7., 8. Juli. Danke. Am 9. ist ein Intro und am 10. ist dann der Shine, Light Shining oder sowas, ne? Kings of Light. Yes. Den gibt sie übrigens zum allerersten Mal. Und dann ich bin dabei! Ja, und ich hoste ihn. Ah, oh, wie cool. Hab schon die Fahrkarte gekauft. Ja. Es wird schon cool. Und dann ist und wer dann noch dabei ist. Und ich habe noch kein Geld dafür. Yes. Und wird noch besser als das. Genau. Und wir geht's ganz leicht. Ja, zum Beispiel ist. Welche Entitäten hängen da? Zum Beispiel ist jetzt, wer dabei sein möchte, können wir mal einen Zoom einrichten. In Uznach bei Zürich mache ich wieder ein Geld und Entitäten. Ah, bei der Barbara. Bei der Barbara Wojak. Dann bei der Olga und der Sabine in Frankfurt im Juni. Ja, weil Geld und Entitäten geht immer. Ja. Geld und Beziehungen. Also ich habe auch Geld und Beziehungen und verschiedene Entitäten. Geld und Beziehungen wäre vielleicht auch nicht blöd, weil man das jetzt gerade gut steht. Yes. Ja, das klingt. Auf Mallorca bist du doch auch noch, ne, Margarete? Da bin ich auch noch, ja. Gerade sagen, nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Ich glaube, kann man nicht alles merken. Es ist immer gut, wenn mir die anderen erinnern, wann ich wo bin. Ja. Okay, du Liebe, dann herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke dir. Danke, liebe.
an die liebe Sabine. Danke, danke. Baba, Bussi, Bussi. Danke. Schlaf gut. Danke dir. Baba. Danke. Gute Nacht. Bis bald. Nein, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.